Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS15. Ihr seht schon, mein Bub 2015. Das heißt, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, jetzt endgültig hier auf dieser Karte zu spielen. Und warum ich jetzt aufnehme und warum Crunk auch nicht da ist, dazu komme ich gleich. Wir sehen hier Angebot Körnermais beim Biohof für 6 Stunden. Wir haben die Serverzeit auch runtergepegelt auf die 1. Hier werde ich mal gleich ganz kurz einen Schnitt machen, denn ihr seht, ich muss ein Passwort eingeben. So, wir sind eingeloggt als Admins und wir werden jetzt mal gucken. Die Sache ist die, ich habe jetzt beschlossen, einfach schnell aufzunehmen, weil ich habe gerade Ruhe, meine Tochter ist am Schlafen und im Hintergrund ist auch gerade auch nichts an und so weiter. Und weil halt dieses übergeile Angebot gerade reinkam, ihr seht hier, kann ich euch kurz zeigen, mal 2,0, das ist meines Wissens das Höchste, was es geben kann. Rechts seht ihr auch in der Leiste 193% des Standardpreises. Was verdammt geil ist. So, wir haben auch wieder GPS aktiviert mittlerweile, weil wir da ja an Problemlösungen gearbeitet haben. Jetzt funktioniert auch die Karte einmal frei und wir haben beschlossen, hier zu spielen. Mit ein paar neuen Voraussetzungen als vorher. Wir werden nicht mehr abwechselnd hochladen, sondern ja, vermutlich bleibt es trotzdem bei den alle zwei Tage. Mal gucken, vielleicht kommt es auch bei mir ein bisschen häufiger, weil ja bei mir momentan nicht so viel kommt. Und ja, einfach um auch mir die Möglichkeit zu geben, dass wir nicht immer gegenseitig aufeinander warten müssen, weil meistens ist meine Tochter gerade dann ruhig, wenn Crunk nicht da ist, und sobald er da ist, ist sie am Dauerschreien. Dass ich einfach aufnehmen kann, wenn es ruhig ist und ich Zeit habe. Und das gleiche gilt halt auch für ihn, dass er halt auch im Zweifel nicht immer auf mich warten muss. Wir hatten nämlich den einen Tag etwas Probleme, da wäre es beinahe in die Hosen gegangen mit Aufnehmen, weil meine Tochter ewig keine Ruhe gegeben hat und eigentlich Crunk wieder ins Bett wollte, beziehungsweise endlich ins Bett wollte, trifft es eigentlich eher. Ja, und einfach um dieses Problem zu lösen, haben wir gesagt, wir können auch allein aufnehmen, wir werden trotzdem weiter und öfter miteinander noch aufnehmen. Hier in LS. Und was wir noch ganz dringend erwähnen müssen, ist, wir suchen ganz dringend auch noch Mitspieler. Also das heißt ganz dringend, wäre ganz cool, wenn noch ein paar dazukommen würden. Hier bei LS. Egal ob YouTuber, Twitch-Streamer oder vielleicht auch einfach nur ein Zuschauer, der Bock hat mitzuzocken und das Spiel hat. Ihr seid gerne eingeladen. Kommt ins CS, den TS findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir quatschen kurz mit euch. Wenn das soweit passt, dann kriegt ihr die Serverdaten und könnt drauf joinen. Wir sind momentan auch noch daran, herauszufinden, wie dieser Mod endlich heißt, wo die Gehälter, ich sag mal, gespeichert werden. Das heißt, wenn wir irgendwas verkaufen, kriegt ja jeder seinen Anteil ab. Und ja, das wird momentan halt nicht gespeichert. Verlässt man den Server, kriegt der Admin wieder alles an Kohle und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wer welche Kohle gemacht hat. Des Weiteren suchen wir momentan noch einen Mod für... Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das ist auch nicht schlecht. Egal. Ja, mach mal das Ding da oben weg. Das stört mich immer übelst. Ja, auf jeden Fall, Mais ist halt jetzt in dem Sinne ziemlich geil. Wir haben halt fast die komplette Karte schon abgerodet. Wir haben noch 3 Felder mit Raps, also auf denen Raps noch steht. Sonst haben wir eigentlich alles weggemacht mittlerweile, außer Mais. Und da sind jetzt noch, ich kann jetzt mal gerade kurz gucken, hält er zwar wieder an, aber das ist jetzt nicht so wild. Wo haben wir es denn? So, hier. Mais, halt. Mais ist blau. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 Felder, die noch stehen. 4 haben, 104 haben wir schon leer gemacht, auf 105 bin ich gerade. Und dieses Angebot mit diesen 2,0, das wollen wir jetzt einfach mega ausnutzen. Das heißt, wir haben deswegen jetzt auch die Serverzeit runtergezogen, weil wir brauchen ein paar mehr Felder. Wenn wir da jetzt dann bald hier alles abgerodet haben, was ja jetzt durch dieses Angebot relativ schnell geht, weil wir ja jetzt natürlich auch das Mais wegballern ohne Ende. Und dann sind es ja auch bloß noch 3 Rapsfelder. Brauchen wir einfach mehr Felder, um im Fluss zu bleiben. Sonst wissen wir bald nicht mehr, was wir tun sollen. Chi. Und ja, deswegen müssen wir das Angebot jetzt gut nutzen, um Kohle zu scheffeln, um mehr Felder kaufen zu können. Vielleicht auch mal ein paar größere Felder. Wir haben ja bisher relativ kleine. Wie ihr hier seht, wir haben von 122 bis 131 alle. Dann haben wir noch 15 und 16. Wir wollen 121, wollen wir uns noch holen. Und die 14. Vielleicht auch die 17. Und dann wollen wir mal gucken, in welche Richtung. Dann werden wir wahrscheinlich eher über den Hof gehen. So 98, 97 in dem Dreh. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, für wie viel die Kohle reicht. Und in ein paar neue Maschinchen sollte dann ja auch nochmal irgendwann investiert werden. Sollten jetzt wirklich ein paar mehr Leute auf den Server kommen, werden die Maschinen nämlich bald nicht mehr ausreichen. Wir haben aktuell 3 Traktoren, weil ich einen verkauft habe. Gestern, weil das bloß einer der kleinen war, die eh kaum Leistung hatten. Wir haben 2 Mähdrescher und das war's, glaube ich, an großen Maschinen. Und da müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auch den Mod, ich habe jetzt einen Mod rausgesucht für den Mähdrescher, den ich unbedingt haben will. Auf den ich dann aber auch noch hinarbeiten muss, aber ich darf mir momentan noch nicht Lord Grind kaufen, weil er noch zu teuer ist und wir erst andere Sachen brauchen. Das ist der Class Lexion 550 oder 60. Jetzt müsste ich gerade nachgucken, ja, aber ist erstmal egal. Ja, viele Informationen heute. Wieso ist denn jetzt der Preis runtergegangen? 195 plus, 85 plus. Naja, ist ja egal, aber trotzdem noch total lohnenswert. Müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir da ein bisschen in die Puschen kommen. Und sobald der Körner meist nicht mehr im grünen Bereich ist, werden wir auch aufhören, das zu verkaufen und wieder ins Lager fahren. Aber jetzt halt wirklich erstmal dieses gewinnbringende Projekt gerade ein bisschen weiterführen. So, was gibt's noch Neues? Ja, Minecraft. Minecraft ist so eine Sache momentan. Ich habe Bock wieder was zu machen, aber es ist halt schwer. Ich weiß immer nicht, was ich da genau machen soll. Bei PvP, ich meine, ich bin so ein Noob, das ist, glaube ich, nicht lustig, mir dazu zu gucken. Skyblock ist halt die Frage wieder, auf welchem Server. Ich müsste da wieder ewig suchen erstmal, weil Gomme ist ja immer noch nicht aus dem Arsch gekommen. Was ich ziemlich schade finde, weil ich da echt gerne wieder drauf spielen würde, weil das hat ja damals auf meinem alten Kanal recht gut funktioniert. Da haben da auch recht gut die Viewerzahlen gestimmt. Ich sag zwar immer, dass ich mache das hier alles aus Spaß, also YouTube und so, das ist auch richtig. Aber ich bräuchte die Videos ja nicht hochladen, wenn ich nicht auch wollen würde, dass es sich Leute angucken. Die Zahlen bei LS sind für meine Abonnentenzahl, sage ich mal, ganz annehmbar. Sind zwar wenig, aber wie gesagt, halt annehmbar. Ich bin damit zufrieden. Aber das gucken sich Leute an. Wenn da überhaupt keiner nachgucken würde, dann wäre das halt für mich schon ein bisschen arg frustrierend. Ja. Aber ist ja nicht so wild. Minecraft wird auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Wochen irgendwann wieder kommen. Sobald ich irgendwas im Kopf habe, was ich machen möchte. Hat er ja angekündigt, dass ich es eigentlich ab diesem Montag machen wollte. Hat aber nicht so geklappt. Jetzt komme ich bis zum Wochenende auch nicht groß zum Aufnehmen, deswegen wird wahrscheinlich meine ganze Aufnahmezeit, wo ich kann, in LS reinfließen, weil ich halt übers Wochenende Besuch bekomme von meiner Mutter. Ja, und dann werde ich mal gucken. So, also ich werde schon versuchen, irgendwie möglichst viel wiederzubringen. Ich möchte auch wieder jeden Tag Videos bringen und möglichst auch 2 Stück am Tag. Was momentan leider ein bisschen dazwischen funkt, ist meine Internetleitung. Das ist so ein bisschen problematisch bei mir. Ich hatte vorher eine 100.000er Leitung, seit meinem Umzug bloß noch eine 16.000er Leitung und
wenn ich jetzt zum Beispiel in Full HD aufnehme, deswegen habe ich das auch relativ schnell wieder gelassen, diese Full HD Aufnahmen, dann dauert das halt einfach mal eiskalt 5 bis 6 Stunden hochzuladen, und eine 720p Aufnahme dauert halt 1,5 Stunden maximal. Das ist halt dann schon ein himmelweiter Unterschied. Und das Problem ist halt, ich könnte natürlich auch hingehen und diese Full-HD-Aufnahme dreimal rendern, dann wird die immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Aber die Qualität halt schon wieder immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und irgendwann bin ich dann so oder so auf der Qualität von 720p, wo ich dann sag, dann kann ich auch gleich so aufnehmen. Wäre ja dann Schwachsinn. Ich müsste vielleicht dann noch irgendwie mal, wenn ich das mal bei der nächsten Aufnahme nicht vergesse, meine Bildeinstellungen noch ein bisschen runterdrehen, weil im Prinzip nehme ich in Full HD auf, render aber in 720p, was überhaupt totaler Schwachsinn ist. Also in Full HD nehme ich auf und in HD tue ich es rendern. Das ist ja vielleicht nicht ganz so schlau. Ich glaube, das wäre qualitativ sogar besser, wenn ich das beides auf 720 spiele. Müsste ich mal gucken. Ja, ETS ist dann noch so eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte. Ist halt so, dass ich halt momentan wenig Nerv auf ETS habe und ich deswegen erstmal da eine kleine Pause einlegen möchte. Es wird schon wieder kommen, also ich möchte es nicht ganz aufgeben, auf keinen Fall, aber nicht mehr jeden Tag, weil das ist einfach, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen blöd. Des Weiteren arbeite ich momentan noch an einem Konzept, das mehrfach die Woche kommen soll, wahrscheinlich dreimal in der Woche. Montag, Mittwoch und Samstag. War ich das richtig? Montag, Mittwoch, Samstag? Nee, Montag, Mittwoch, Freitag, so rum soll das Format kommen. Vielleicht auch noch manchmal vielleicht viermal in der Woche, muss ich mal gucken. Da fehlt mir aber noch momentan so ein bisschen, also ich habe die Idee, ich arbeite an dem Konzept, aber es ist noch nicht perfekt. Und ich möchte dieses Projekt, was ich da plane, möchte ich schon ziemlich groß aufziehen, weil ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Das ist aber auch kein direktes Let's Play, gleich so zur Info, das ist mal was ganz, ganz Neues. Und da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie ich das umsetze. Ja, und in diesem Sinne gucke ich jetzt einfach mal ganz kurz, wie lange wir schon aufnehmen, weil ich habe das immer nicht so ganz auf dem Schirm. 12,5 Minuten. Ja, läuft doch. Der Anhänger dürfte jetzt auch schon halb voll sein. Und wir haben noch sehr, sehr viel Mais für die nächsten 6 Stunden zum Abernten. Ich werde natürlich nicht alles aufnehmen. Keine Angst, sondern ich bin halt momentan, ich dachte einfach, ich nehme jetzt auf und hau einfach mal die ganzen Infos raus. Das dürfte auf jeden Fall für eine Folge reichen und ich hatte ja auch sozusagen recht. Ja, des Weiteren werde ich in Zukunft auch ein bisschen mehr mit der Community machen wollen. Deswegen könnt ihr alle, die Bock drauf haben, mal so quasi in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr denn so gerne mit mir zusammen spielen möchtet. Natürlich Multiplayer. Ich überlege momentan auch, vielleicht CSGO mit reinzunehmen in das Ganze. Also Counter-Strike Global Offensive heißt Condition Zero, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und dort werde ich dann nicht nur irgendeinen bestimmten Spielmodus spielen, sondern da soll wirklich Abwechslung reinkommen. Das heißt, vom klassischen bis hin zum Deathmatch, zum, ja, was war da noch, Wettrüsten, alles was halt zu CS gehört, werde ich da spielen. Da werden auch öfters mal andere mitspielen, andere YouTuber auch, Quank hundertprozentig auch, mit dem haben wir neulich mal gestreamt. Wir sind übrigens momentan relativ oft am Stream bei Crunk. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Wir spielen nicht nur LS, also zwar momentan hauptsächlich, weil es uns halt mega Fun macht momentan. Aber wir haben auch gespielt schon ETS 2 zusammen auf dem Stream. Wir haben
Counter-Strike zusammengespielt auf dem Stream. Das war mega lustig. Ja, Rage Time sage ich da einfach nur. Und da wird in Zukunft viel passieren, auch mit diesem Livestream, wie gesagt. Ich kann leider nicht streamen durch meine schlechte Internetleitung. Deswegen haben ich und Crunk einfach gesagt, dass wenn sich es gut ergibt, dass wir da wirklich zusammen streamen. Wir sind sogar momentan am Überlegen, ob wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, ein 24-Stunden-Stream hinzukriegen. Das wird aber momentan noch nicht möglich sein, weil meine Tochter momentan so unruhig ist. Das kann ich nur machen, wenn meine Tochter wieder so sich ein bisschen eingepegelt hat und nicht nur den ganzen Tag am Schreien ist, weil sonst habt ihr den ganzen Tag, 24 Stunden, das Geschrei im Ohr. Würde ja auch nicht viel bringen. Nein, aber da arbeiten wir momentan ein bisschen dran. Wir wollen bald eine Internetseite aufmachen mit kleinem Forum, wo die Leute sich auch ein bisschen austauschen können. Der TS ist momentan schon ausgelegt auf Community Power. Wir wollen einfach viel jetzt mit der Community machen, haben wir uns einfach dazu entschieden, weil wir machen ja unsere Videos für euch, also wollen wir auch alles mit euch teilen, also auch die Möglichkeit euch geben, mit in den Aufnahmen zu sein, euch mit quasi auf YouTube anzuschauen. Und ja, da habe ich einfach Bock drauf, Crunk hat da mega Bock drauf. Ich glaube, das wird eine ganz coole Geschichte, wenn es ein bisschen größer wird und die Community sich hier wirklich regelmäßig trifft. Wir werden da aber hier auch Abstriche machen, das heißt, alle, die sich hier daneben benehmen, die werden auch rigoros gebannt. Also nicht, dass hier jetzt irgendwelche da denken, ach ja, da gehe ich doch mal drauf und wenn mir irgendwas nicht passt hier, dann pöbel ich rum oder so. Sondern wir sind da wirklich dann hartnäckig, wir werden dann eiskalt bannen und das wird nicht nur ein IP-Bann sein, ja, da wird euer kompletter Rechner gesperrt. Deswegen vorsichtig sein. Aber sobald ihr Bock habt, einfach wirklich mitzuspielen, seid ihr herzlich willkommen, jederzeit drauf gucken. Im Normalfall ist fast immer jemand da von uns. Und ja. In diesem Sinne würde ich mich jetzt für heute einfach auch mal verabschieden. Viel Input heute gewesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht morgen schon, vielleicht aber auch erst übermorgen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt machen werde hier mit LS. Und ja, in diesem Sinne, haut raus, ciao.